Sie wollen wissen, wie der steuerneutrale Formwechsel einer GmbH und Co. KG, KG, OHG oder GbR in eine GmbH funktioniert? Dann sind Sie hier in diesem Video genau richtig. Guten Tag, ich bin Helge Schubert, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht bei Rose & Partner. Wir beraten bundesweit Unternehmer bei Umwandlungsvorgängen. Die Umwandlung einer Personengesellschaft wie der GmbH und Co. KG, OHG, KG oder GbR in eine GmbH kann auf 4 verschiedenen Wegen erfolgen. Da gibt es den echten Formwechsel, die Verschmelzung, die erweiterte Anwachsung und die einfache Anwachsung. Die 3 erstgenannten Wege können steuerneutral durchgeführt werden. Die letztgenannte Umwandlungsform ist nicht steuerneutral und wird teilweise von Notaren oder Anwälten gewählt. Notare beraten nicht steuerlich und manchmal sieht man auch steuerlich wirklich unsinnige oder mindestens zu kurz gedachte Gestaltungen. Hier im Video geht es um die Umwandlung einer GmbH und Co. KG, OHG, KG oder GbR in eine GmbH im Wege eines echten Formwechsels. Abonnieren Sie unseren Kanal oder schauen Sie bei uns auf die Webseite. Da finden Sie auch zu den anderen Umwandlungswegen ein Video und weitere Informationen. Später zeige ich Ihnen an einem konkreten Beispiel, warum es in praktisch allen Fällen wichtig ist, auf eine steuerneutrale Umwandlung bzw. Formwechsel zu achten. Welche Gründe gibt es für den Wechsel in die GmbH? Beim Wechsel aus der GbR, OHG und KG ist typischerweise ein Ziel, dass eine persönliche Haftung zukünftig, so gut es geht, vermieden werden soll. Wichtiger Grund ist auch die geringere Steuerbelastung bei Gesellschaftern mit hohen individuellen Steuersätzen. Die Thesaurierungsbegünstigung der Gewinne in der GmbH ermöglichen stetige Reinvestitionen und damit Wachstum. Mandanten von uns kombinieren den Formwechsel auch gerne mit der Gründung eines Holdingmodells. Die GmbH mit der ganz klaren Trennung der Sphären zwischen Gesellschaft und Gesellschafter ist manchmal auch einfacher in der täglichen Handhabung zwischen mehreren Gesellschaftern. Jedenfalls gegenüber der GmbH und Co. KG fällt eine Einheit weg, wodurch weniger Verwaltungsaufwand und weniger Kosten für die operativ tätige Einheit anfallen. In der Tendenz kann ein Grund auch die einfachere Aufnahme neuerer Gesellschafter durch Veräußerung oder Kapitalerhöhung sein. In bestimmten Fällen ermöglicht die GmbH auch eine vereinfachte Unternehmensnachfolge. Wie funktioniert der Formwechsel einer GmbH und Co. KG nun? Fangen wir einmal an am Beispiel einer GmbH und Co. KG. Die Ausgangslage sieht wie folgt aus. Wir sehen, hier wird durch einen Gesellschafter eine GmbH und Co. KG gehalten. Auch die Komplementär GmbH wird durch diesen gehalten. Hier entsteht also in der Zielstruktur ein Mutter-Tochter-Verhältnis, weil zu beachten ist, dass nicht nur die Kommanditistengesellschafter sind der neuen GmbH, sondern grundsätzlich auch die Komplementär GmbH. Denn anders als die KG geht die Komplementär GmbH im Rahmen des Formwechsels nicht unter. Und die große Frage ist, ob die Komplementär GmbH als sogenanntes funktional notwendiges Sonderbetriebsvermögen für einen steuerneutralen Formwechsel mit eingebracht werden muss. Bei der hier vorgestellten Konstellation wäre nach der Rechtsprechung auch das folgende Ergebnis denkbar. Aber nur in dieser Konstellation, und das entspricht auch nicht der Finanzamtsauffassung. Jedenfalls kann man in den Schaubildern sehr schön sehen, dass die ehemalige Komplementärin neben der neuen GmbH weiter besteht. Was man mit dieser GmbH dann macht, hängt auch davon ab, ob Haftungsrisiken aus den Zeiten ihrer Komplementärstellung, also ihrer Stellung als Vollhafter, bei der GmbH und Co. KG bestehen. Diese Fragestellung über die Weiterverwendung der Komplementär GmbH hat man bei der KG, OHG oder GbR nicht.
Was sind denn jetzt die Vorteile des echten Formwechsels einer Personengesellschaft in die GmbH? Ich hatte vorne im Video erwähnt, dass es mehrere Möglichkeiten der Umwandlung einer GmbH und Co. KG, UHG, KG oder GbR gibt. Aber was sind die echten Vorteile des Formwechsels? Beim echten Formwechsel gilt die Fußstapfentheorie. Die Rechtsform ändert sich unter Wahrung der rechtlichen Identität, sodass wirtschaftlich hier kein Wirtschaftsgut übergeht. Die neue GmbH tritt in sämtliche Verträge ein, ohne dass es der Zustimmung der Vertragspartner bedarf. Der Formwechsel kann bei Einhaltung der Voraussetzungen ertragssteuerneutral erfolgen. Ein besonderer Vorteil bietet der echte Formwechsel bei der grundbesitzhaltenden GmbH und Co. KG. Der Formwechsel ist schon nicht grunderwerbsteuerbar. Ohne rechtliche Unsicherheiten fällt beim echten Formwechsel keine Grunderwerbsteuer an. Der echte Formwechsel stellt auch keinen Betriebsübergang im Arbeitsrecht dar. Arbeitnehmer haben daher kein Widerspruchsrecht. Wie eben gesagt, ändert sich die Rechtsform beim Formwechsel unter Wahrung der rechtlichen Identität. Zivilrechtlich geht hier also kein Wirtschaftsgut über. Steuerlich ist das aber ganz anders zu sehen. Steuerlich wird nach § 25 Umwandlungssteuergesetz ein Übertragungsvorgang fingiert. Damit geht die Finanzverwaltung im Grundsatz davon aus, dass alle stillen Reserven im Unternehmen auch zu versteuern sind. Nur wenn peinlich genau die Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes eingehalten werden, gilt der Vorgang als steuerneutral. Nach Umwandlung wird daher auch gerne vom Finanzamt eine Betriebsprüfung angesetzt, denn hier lauert fette Steuerbeute. Aus steuerlicher Sicht ist ganz wichtig, dass alle Wirtschaftsgüter uno acto, also in einem Akt übertragen werden. Das klingt leichter als es ist, denn hier werden Wirtschaftsgüter auf eine GmbH übertragen, die noch gar nicht besteht. Hier bedarf es daher einer guten Verknüpfung zwischen den steuerlichen Anforderungen und der Vertragsgestaltung. Bei Rose und Partner betreuen wir solche Umwandlungsvorgänge daher im Team mit Fachanwälten für Gesellschaftsrecht. Beraterping-Pong gibt es bei uns nicht. Anders als Steuerberater dürfen wir auch rechtlich beraten. Wir haben Mandanten, die genervt zu uns gewechselt haben, weil der Notar Hü sagt und der Steuerberater Hot. Wir wollen, dass sie sicher durch die Umwandlung geführt werden. Sie kümmern sich weiterhin um ihr Tagesgeschäft, was Geld einbringt und werden nicht lahmgelegt. Das ist unser Anspruch bei Rose und Partner. Zivilrechtlich sind einige Unterlagen und Verträge für den Formwechsel erforderlich, wie Umwandlungsbeschluss der Gesellschafterversammlung, gegebenenfalls eine gut ausgestaltete Satzung für die neue GmbH, Umwandlungsbericht, gegebenenfalls Abfindungsangebot an Gesellschafter, die die Umwandlung ablehnen oder widersprechen, Sachgründungsbericht unter Beachtung der Sachgründungsvorschriften, Eintragung ins Handelsregister. Aus unserer Sicht werden auch bei einem Formwechsel, der zivilrechtlich nur der Wechsel des Rechtsgleichs ist, also technisch noch nicht einmal eine Gesamtrechtsnachfolge für den Übergang aller Verträge benötigt, eine genaue Prüfung der Verträge notwendig, damit man als Unternehmer nicht in eine Falle läuft. Ich habe Ihnen hier einmal ein Beispiel für einen fehlgeschlagenen Formwechsel aus der Praxis mitgebracht. Wir haben folgende Ausgangslage. Wir sehen zwei erfolgreiche Gesellschafter, die über die Zeit mit ihrem Unternehmen immer weiter gewachsen sind. Im Zuge des Wachstums erwarben A und B eine Lagerimmobilie im sogenannten Bruchteilseigentum. Die Immobilie wird bei der GbR bilanziert. A und B formwechselten die GbR in eine GmbH. Dieser Formwechsel führt zur vollendeten Aufdeckung aller stillen Reserven, also dem Unterschiedsbetrag zwischen Verkehrswert und Buchwert, bei der Immobilie und bei allen Wirtschaftsgütern der GbR. Dabei wird auch der Firmenwert als selbst geschaffenes Wirtschaftsgut nicht in der Bilanz zu finden, aufgedeckt und muss versteuert werden. Den Firmenwert ermittelt das Finanzamt im vereinfachten Ertragswertverfahren.
Das ist eine Wertermittlung, die eigentlich aus der Erbschaftssteuer kommt, aber auch im Ertragsrecht Anwendung findet. Nehmen wir an, die GbR hat in den letzten 3 Jahren vor dem Formwechsel jeweils einen Gewinn von 400.000 Euro vor Ertragssteuern gemacht. Im Rahmen der Ermittlungen werden bei dem Betriebsergebnis einige Posten gekürzt oder aber hinzugerechnet, insbesondere der Unternehmerlohn abgezogen, den wir hier im Beispiel mit 180.000 Euro ansetzen wollen. Der sich dann ergebende Durchschnittsbetrag der Betriebsergebnisse der letzten 3 Jahre, hier 220.000 Euro, wird dann mit dem durch § 203 Bewertungsgesetz vorgegebenen Kapitalisierungsfaktor von 13,75 multipliziert. Das Finanzamt geht also von trotz des recht hohen angenommenen Unternehmenslohns von einem Wert von 3 Millionen Euro aus. Hier droht eine Steuerlast von mehr als 1 Million Euro. Es gibt steuerlich noch andere Herausforderungen, wie zum Beispiel der Umgang mit Entnahme, Rückwirkungszeitpunkt, Sicherstellung, dass kein negatives Vermögen vorliegt, der Sperrfrist nach Formwechsel und so weiter. Im Umwandlungssteuerrecht prüft die Finanzverwaltung weiterhin, ob bei Absonderung von Wirtschaftsgütern vor der Umwandlung die Gesamtplanrechtsprechung greift. Soll also beispielsweise eine Immobilie zur Altersversorgung nicht mit in die GmbH wandern, dann stellt sich die Frage, wie diese zurückbehalten werden kann. Sie sehen, der Formwechsel ist verbunden mit einigen Herausforderungen, die Sie aber bei Beauftragung eines spezialisierten Beraters nicht schrecken sollen. Rose und Partner bietet für den Formwechsel attraktive Festpreisangebote. Sie müssen nicht bereits Mandant sein oder gar zu uns wechseln. Gerne arbeiten wir mit Ihrem Steuerberater zusammen. Machen Sie es gut und behalten Sie Recht.